Sehr brav sei. Unterm Strich würde ich sagen, das ist auch nur ein Amateur, der gedacht hat, ich gehe aufs Ganze und entweder das klappt oder das klappt nicht. Jetzt gang halt immer auf Scheißklump. Solche skurrilen Fälle, die liebe ich halt. Die machen halt dem Zuschauer tatsächlich Spaß. Es gibt tausend Situationen, an denen er anfangen kann zu lachen und ja, der Bankraub ist dazu perfekt geeignet. Ihr bleibt jetzt noch 5 Minuten ruhig, da passiert ein nix. Ja, der Fall an sich ist halt schon ein Wunder. Also, dass allein sowas gemacht wird auf dieser Welt und dass sowas noch so viel Erfolg hat, dass der Täter zumindest entkommen kann und dann über Aktenzeichen europaweit gesucht wird. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. 30 Jahre XY, 300 Sendungen und ab heute eine neue Einsatzzentrale, in der Sie besser verfolgen können, was aus Ihren Hinweisen wird. Als Eduard Zimmermann dabei war und die alte Crew, war das ja noch ein Relikt der 70er Jahre. Also man hat ja da ganz anders Fernsehen gemacht. Es war auch sehr viel langsamer. Heute mit den neuen Leuten ist es sehr viel schneller geworden. Sehr viel moderner, ja, ist auch Farbe reingekommen. Früher war das ja immer nur so ein brauner Hintergrund. Dieser Phantombildcomputer wird uns bei der Personenfahndung wertvolle optische Hilfe geben. Und eine weitere Neuerung. XY ab heute im Internet. Unsere wichtigsten Fälle sind dort ab sofort weltweit für die Fernsehfahndung abrufbar. Eine ganz neue Dimension. Wir haben schon viele Jahre vor dem Wechsel gespürt und gesehen, dass das eigentlich vollkommen altbacken ist und man es nicht mehr ertragen kann, dieses Braun und Orange. Also es war, obwohl es in eine Phase kam, der Wechsel, wo das fast schon wieder in wurde und fast schon wieder Kult war. Aber es hat uns allen nicht mehr gefallen. Wir mochten es nicht mehr sehen. Es war klar, es kommt ein Wechsel. Aber da auch der Wechsel anstand mit Eduard Zimmermann, war auch klar und naheliegend, dass man den abwartet sozusagen und dass man dem neuen Moderator auch die Chance gibt, einen neuen Rahmen für sich zu haben. Dass er eben nicht in diese alten Anzüge von Eduard Zimmermann gesteckt wird. So, und jetzt zu unserer wichtigsten Neuerwerbung. Meinen Nachfolger Butz Peters. Herzlich willkommen in unserem Team. Ich komme gern. Butz Peters ist Anwalt und Journalist und wird künftig meinen Platz hier einnehmen. Dazu muss man wissen, dass mein Vater Perfektionist ist. Er hat also diesen Wechsel bis ins Detail mit uns allen besprochen und vorbereitet, mit dem